Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival in unserer dritten Staffel, heute mit der 62. Wie kann das? Ich habe mich hier schon wieder verschrieben. 61. Folge, verdammte Axt. Ah, selbst hier drauf hat er sich wieder verschrieben auf dem Zettel. Nicht mehr zählen kann er mehr. Alter Schwede. So, korrigiere ich dann nach der Aufnahme. Entschuldige bitte diesen Aussetzer. Wir befinden uns an Tag 45 am Abend. Wir waren letztes Mal durch mit unserer Lootroute, haben auch endlich mal Licht ins Dunkle gebracht hier. Die Rachel ist jetzt auch über den Jordan gegangen, hat auch keinen Bock mehr gehabt auf die ganze Geschichte hier. Hier hat sich jetzt wahrscheinlich auch gedacht, ist schon ein großer Junge, der schafft das jetzt ohne mich. Glaubt er nicht, aber wenn sie der Meinung ist. So. Ich bin noch sehr gespannt auf dieses Defeat-Event. Ob es sein kann, dass wir auf Rachel und Käthe angewiesen wären oder nicht. Sollte dem so sein, werden wir dann vielleicht nochmal die zwei Dumpfbacken befreien. Mal gucken. Das sieht gar nicht so hell aus, weil wenn man direkt daneben steht, aber er macht einen guten Lichtkegel hier. Ja, doch, gefällt mir. Kleines bisschen aufgeräumt habe ich, nicht alles, aber ein kleines bisschen. Warum ich jetzt gerade Metascorp eingeschmolzen habe, weil wir wieder Pfeilspitzen brauchen. Wer denn? Eigentlich kann der hier erstmal ausgemacht werden. So. Ach, die Säge. Habe ich die Säge hier nicht irgendwo oben noch hingeworfen oder habe ich die wirklich alle unten? Hm. Okay. Mal ganz schnell die Säge geholt. Mal so, dann einmal so rum. Wir nehmen erstmal die und dann muss ich zur Not gleich nochmal laufen. Ist da was? Ist da was? Das machen wir mal so, weil der ist eh schon fast kaputt. Obwohl, sag mal, wir haben doch eine Repair Bench, die wir bauen könnten. Schau mal, wie teuer das wäre. Vorher möchte ich aber hier noch das Mauerstück fertig haben. Jetzt ist die Säge kaputt. Oder? Nee. Habe ich keine Nägel bei? Ich habe die Nägel vergessen! Verdammt! Tu es nicht. Nein, tu es nicht, Freund. Wir schaffen es auch ohne die Mädels, ja? Wo guckst du mir eigentlich immer hin? Guckst immer nach oben. So. Nägel. Nägel. Zack. Wie viele Bretter brauchte ich nochmal? Ich glaube, ich habe alle Bretter. Aber wenn ich schon mal hier bin... Jut. Kriegst du bald was zu tun, Scott. Keine Sorge. Lass mich nur noch die eine Sache hier fertig machen und pennen ihn. Also ich glaube wirklich, dass die NPCs durch den Boden durchglitschen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Vor allem hier auf meiner Base, das ist natürlich nicht förderlich. So, wunderbar. Jetzt haben wir das endlich mal fertig. Wie spät ist es denn? Da können wir noch ein bisschen, ne? Da geht noch ein bisschen was. So. So. Die haben Flaschen, Components und Elektroparts gekostet. Wir könnten das theoretisch mal rausnehmen, aber nö, noch nicht. Flaschen, Elektroparts, Components. Elektroparts hatte ich jetzt hier drüben reingeräumt. Ah, wir brauchen die aber noch für den Kühlschrank, verdammt. Ich schau mal eben. Wisst ihr was? Ich rede mich jetzt mal aus der Schicht raus, indem ich euch sage, ich mache das mit den Kühlschränken nicht mehr. Denn die Kühlschränke an sich bräuchte ich ja eigentlich in meinem Fall nur für die... Achso, Moment.
Nur für die Mais- und Tomatengeschichten, da die aber nicht funktionieren, beziehungsweise das Gießen immer noch so buggy ist in meinen Augen, das muss sein. Mach jetzt mal nur zwei. So. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Kühlschrank wird jetzt rausgelassen. Bin ich ganz ehrlich, möchte ich mir jetzt nicht nochmal extra antun, diesen Stress. Da nochmal rumzuprobieren mit Tomate und Mais und hast nicht gesehen, was dann da schneller vergammelt und was nicht. So, kriegen wir das symmetrisch hin? Hier sind 1, 2, 3, 4. Na, schauen wir mal. Ja, komm schon. Willst du denn jetzt da oben nicht so richtig? Deckenbeleuchtung wollte ich jetzt nicht haben. Oder? Das würde mir sogar noch besser gefallen. So. Meine mache ich aus. Es reicht zumindest, um alles zu erkennen, ne? Würde ich doch sagen. Ach komm, was soll's. Machen wir noch mehr. Wir brauchen ja noch mehr davon, generell. So, Components. Dann auch mal rein. Kann man nur hoffen, dass jetzt keine Blaumänner kommen? So, was kann ich denn gerade mal eben loswerden? Eigentlich nichts. Doch. Ne? So. So. Machen wir hier alles mal ein bisschen heller. Ist ja nicht so, dass ich die im Bett gemacht habe. Kein selbstständig denkendes Personal findest du heutzutage mehr. So. Zack. 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 Dann haben wir noch die zwei Schnuckelchens. Wir fangen mit der hier an. Die machen wir schön hier oben ran. Zack. Ja, schau. Ist doch fein. Hier drinne. Das fand ich sehr gut in dem 1-Safe-Game. Wunderbar. Mehr brauchst du gar nicht hier. Ah, toll. Jetzt habe ich die Ressourcen da drin, ne? Immerhin, kriegen wir noch einen Teil zurück. Zwar nicht mehr alles, aber wenigstens einen Teil. Ich glaube, so von der Beleuchtung her würde ich jetzt hier drin nicht mehr brauchen. Mach nochmal aus. Ja, von draußen aus dem Fenster kommt auch noch ein bisschen was. Gut. Dann bringen wir hier auch noch einen an. Ja, so langsam wird's, ne? Dann hier noch eine. Mal von außen gucken. Ja, doch, doch, doch. Es lässt sich langsam blicken hier. Hier noch. Ja, schön. Jetzt hätte ich noch eine übrig. Wo will ich die haben? Unten. Ja, klar. Hier im Arbeitsbereich.
das da an. Oh, wunderbar. Das reißt du wieder weg. Mache ich nicht mehr. Was schön. Ja, doch, ich glaube, damit kann ich leben. Gut, man könnte sich jetzt hier noch eine anbringen, aber man sieht alles, was man braucht, ne? Würde ich sagen. Gut, dann gehen wir jetzt pennen. Gucken wir mal, was der nächste Tag uns bringt. So, Licht aus. Nochmal umrüsten hier. Für den Fall der Fälle, dass wir jetzt doch nochmal angegriffen werden in der Nacht. So. Oh, und einen Schluck trinken vorher. Muss ich auch dann nochmal das Trinken nachladen. Junge, 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 kommst hier nicht zur Ruhe. Ja, machen wir mal volle 8 Stunden, ne? Ha, denkste. Obwohl, ich mach das mal anders diesmal. Schleichkurs. Ja, ist jetzt für euch natürlich extrem dunkel. Wer ist da? Wer stört? Einfach mal niemand. Schön. Schön blöd vor allem. Oh doch, mir gefällt das mit der Beleuchtung. Oh doch, finde ich gut. Chris hat nur dummerweise dauerhaft Strom, ne? Also dauerhaft Benzin in dem Fall. So, neuer Versuch. 4 Stunden, komm schon. Muss noch mal ein bisschen nachschlafen. Dass wenigstens unsere Fettigür ein bisschen aufgefüllt ist. So. Wir haben Dinge zu tun, wir haben Dinge neu zu bauen. Oh, wo war denn das? War das hier? Nee. Das war unten an der Werkbank, ne? Muss ich erstmal selber gucken. Ich weiß das nämlich nicht mehr aus dem Kopf heraus. Hier, Longbow. 12 Sticks, 4 Lashings. Und die 2. Wie viele Sticks? 12? Verdammt. Ah, doch, 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 doch. Lashings. Habe ich überhaupt noch irgendwo Lashings? 4 Stück. Wunderbar. Wie lange brauchen der? 1,5 Stunden? Ne, hier, 2 Stunden. Scott! Aufgabe für dich. Wartet mal, ich muss noch mal eine Sache nachgucken. Add Arrows. Hier hatten uns 9 gefehlt. Und hier nochmal 8. Und ich glaube, wir hatten noch 8 Pfeilspitzen da. Ne, nur noch 3. Okay. Machen wir nochmal 16 Stück. Wenn es denn langt. Aber ich denke, es sollte langen, ne? So, zack, zack, zack. Er braucht 4 Stunden. Ich brauche 2 für den Bogen. Ich muss eh nochmal Branches aufsammeln und Sticks dann herstellen, bestimmt. Dann machen wir uns jetzt endlich wieder einen neuen Langbogen. Zack. Natürlich gehen wir noch zu Bersi rüber. Keine Sorge. Wir werden noch den Aufzug in Gang bringen. Und zum Tank selbstverständlich auch noch. Geht nicht? Klar, weil ich es ausgerüstet habe. So. Aufräumen. Ein kleines bisschen wieder aufräumen. Muss ja auch sein. Derzeit kann... Der hat einfach aufgehört. Aber er hat schon 8 hergestellt, immerhin. So. Das räumst du mal hier rüber. So. Aufräumen wollten wir. Die Flaschen und so mal wegräumen, dass wir das Inventar wieder ein bisschen leer kriegen. Zack, zack. Die Nägel und Bretter, ich glaube, die schmeiße ich oben und wohin, oder?
Warte mal. Der kann jetzt wirklich mal weg hier. So. Die Gears. So. Wenn ich so viele Gears hier machen, brauchst du dann doch nicht mehr. Aber egal. Die Elektroparts wollte ich auch noch hier reinwerfen. Components kommen mal eben noch weg. Halt. Hier müssen wir hin. Zack. So, das brauchen wir, das brauchen wir. 16 Stück wollte ich machen. So. Na. Weil wir haben ja noch einiges vor uns, ne? Und dafür werden wir wieder Pfeile brauchen. Ihr habt es gesehen in der Sonderfolge bei Cake Fox. Die Schießprüferwaffen sind nicht so mein Freund. Weil sobald du einen Schuss abfeuerst, schlägst du Alarm und alle rennen auf dich los, ne? Brauchen wir hier gerade mal einfach noch ein paar Branches rumliegen? Ah, gut. Und wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch ein kleines bisschen aufräumen. Kleines bisschen wenigstens. So. Oh, ich habe irgendwie... Wollte ich gar nicht. Kann gleich hier liegen bleiben. Ah, schön, wie sie erstmal überall sonst wohin rollen. Na, komm mit hier. So. Hat nicht so geklappt, wie ihr dacht. So. Dann fallen sie ein bisschen kontrollierter. Bisschen. Weitere Branches wollte ich haben. Dann würde ich mich gleich einen ganzen Satz voll Sticks wiederherstellen. Und bis ich damit fertig bin, ist dann der Scott hoffentlich auch fertig mit den Pfeilspitzen. Verdammt, ich habe gar nicht mehr genug Federn. Nein! Oh oh. Verdammt. Planst du mal was, weißt du, und dann sowas. Dann müssen wir nochmal Hühnerschlachten gehen. Ist natürlich doof, wir laufen jetzt, ne? Mist. Survival. Ja komm, hast du 19. Why not? Geht ja fix. So. Falscher Schrank. So. Haben wir wieder ein kleines bisschen auf Vorrat. Ach, hier waren auch noch welche. Okay. Federn. Federn sind jetzt super wichtig. Die brauche ich jetzt unbedingt. Wie weit bist du denn, Meister? Vor allem, wo bist du? Es würde mich nicht wundern, wenn er in den nächsten Folgen auch verschwindet. Entweder bugverschuldet oder weil ich dann doch die Schnauze voll habe. Komm, mach wenigstens noch einen fertig, dann nehme ich noch die anderen drei aus dem Schrank. Na? Wollen wir erstmal Hammer und Säge weg. Und dann müssen wir noch Hühner jagen. Ich verstehe es auch nicht, ne? Weil er ist nicht hier oben im Shelter. Er ist da unten im Shelter. Entzieht sich wirklich meinem Verständnis. Ja. Zack. So. Mit O. Hunger, Durst. Oder wie Hirnschutz immer sagt, Hunger, Pipi, kalt. Mama. Hier haben wir noch eine Feder. Verdammt.
Essen. Obwohl, ich glaube, die eine Dose reicht schon mal. Ach, Wasser muss ich noch nachfüllen, genau. Nochmal schnell Wasser nachfüllen, dann aber Hühner jagen, Federn rupfen, Fleisch und Fett lasse ich diesmal sein. Mir geht es jetzt wirklich nur noch um die Federn gerade. So. Zack. Das hat mich gerade der Wunderwatte an der Wand babbelt, aber letzte Folge haben wir ja endlich mal Licht ins Dunkle gebracht hier. Natürlich. Hast nachgefüllt, bevor du getrunken hast. Oh, was ist los mit mir heute? Moment. So. Hey, Dani. Zack. Schön, vor allem schön blöd. Wir wollten noch einen Köcher machen. Ich würde sagen, die machen zuerst den Köcher und dann gehen wir nochmal Hühner jagen. Das hier war Leder. Dazu brauchen wir das hier. So, machst du mal im Leder für 20 Minuten. Und aus dem wiederum machen wir uns dann den Tactical Köcher. 4 Sewing Kits, 2 Duct Tapes, 10 Components. Ich glaube, 2 waren das. Schauen wir mal. Ja. Für 2 Stunden. Alter Schwede. Ach Mensch, die Repair-Bench wollten wir ja noch bauen. Verdammt. Wenigstens mal gucken, was das kostet, den Bogen zu reparieren. Oh. Hoppla. Nee. Die Basic Woodens konnte ich doch auch so herstellen, oder? Ja. Geh mal hoch. Und bevor die kommen, würde ich noch schnell die Repair Bench hier platzieren. Die können wir ja dann hier platzieren. Das ist ja gar nicht mal so schlimm, ne? Repair Bench. Da habt ihr mir ja schon mal vor einer Weile geschrieben, das war die liebe Yagume. Dass es ultra teuer ist, immer die Sachen zu reparieren, aber ich will jetzt mal gucken, nur speziell auf den Bogen gesehen, ob sich das rentieren würde. Obwohl, dann steht da hier im Dunkeln. Hier stellen wir doch hier hin. So. 2 Locality, 8. Habe ich noch Components drin? Ne, 8 Components, 8 Metal Scraps, davon 2 jeweils. Schon jemand da? Okay. Einmal Hü, einmal Hot. Ach, die Metal Gears. Zack, zack, bam, bam. Und von den Low Quality hatten wir auf jeden Fall noch welche übrig. Na, komm, so. Ah, er ist fertig. Hier wollte ich lang. Nein. So. Achso, braucht wir einen Hammer oder so? Nö. Zimmer wir das mal eben zusammen, dann machen wir noch ordentlich Wooden Arrows. Wir hatten noch da Wooden Arrows drin. Ja, und das nicht wenig. 1, 2, 3. Add Arrows. 1, 2, 3. Klose. Kannst du den noch reinwerfen hier? So. Da brauchen wir die hier nicht mehr. Nö. Habe ich 2 Flaschen bei. Wert nicht mehr. Heute ist irgendwie der Wurm drin, entschuldige ich bitte. Deswegen, also und unter anderem deswegen nehme ich heute nur 2 Folgen auf. Und jetzt haben wir natürlich Besuch, natürlich. Gut, dann gucken wir mal, was der die Reparatur von dem Bogen kostet. Lülülü. So. Nichts. Kannst du nicht reparieren, verstehe.
Alles klar, haben wir das auch erledigt. Ist also dementsprechend günstiger, einen neu zu bauen. Moin! Ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt hören konntet, aber da drüben ist noch einer. Habe ich jetzt die Dose aufgesammelt? Ja. Gut. Genommen oder was? Alter! Ich dachte erst schon durch die vielen Schüsse, dass die Rachel wieder da ist, aber nee! Das ist einfach Agroskott! Agroskott, so heißt die Folge. Agroskott, alles klar. Agroskott. So. Er hat sich jetzt ernsthaft da oben festgebackt, oder? Der kleine Lump. So. Dann bringen wir ihn jetzt wieder runter. Er bist eigentlich nur am Hin- und Herlaufen zum Organisieren, wa? Und noch hinterm Zaun. Zack. Wo bist du gespawnt? Gott! Lass mich raten, jetzt ist er weg. Nee, boah, Alter. Warum zur Hölle bist du die ganze Zeit über hier oben? Merkst du es noch? War zu viel mit dem Holzhacken, wa? Ey. Dinge tun wollten wir. Wir wollten Dinge tun. Ich weiß nicht mal, welche Dinge. Ach ja, Hühner. Das wird jetzt aber nicht klappen. Nicht, wenn wir jetzt, siehste, mach mal eben, nicht den, sondern den. Nehmen wir mal hier einen Achterstapel raus. Dann legst du den hier rein. Dann würde ich gerne noch ein bisschen was umsortieren, kurz. So. So, warte mal, du bist jetzt welcher? Du bist Edge, nicht Edge Arrows, du bist, der mit den Wooden Arrows, gut. Ja, ist mal eine Kleinigkeit. So. Na, schauen wir mal. Zwei. Aha. Auch nicht in die Hütte gehen. Oh, hab ich selbst aufgelassen wieder, wa? Natürlich. Versuch gerade zu gucken, wer dahinter steckt, dass die dagegen schlagen. Ach, oder was Gott da oben steht. Schon wieder eine halbe Stunde rum.
muss ganz ehrlich gestehen, das sind so Momente, wo ich nicht wenig Lust hätte abzubrechen. Weil die Physik in dem Spiel ist einfach mal grottenschlecht, kann man nicht anders sagen. Gib mir meine Pfeile, gib mir meine Pfeile, gib mir meine Pfeile, gib mir meine Pfeile, gib mir meine Pfeile. Warum schlägst du dich? Warum schlägst du dich selbst? Gib mir meine Pfeile. Verdammte Axt hier! Nee, ich will. Gib mir die Pfeile, verdammt. So. Das nehmen wir noch? Ja, doch. Das nehmen wir noch, ja. Würde ich dich hier nur gerne raustragen. Das Problem ist, es geht das Bett nicht mehr an die Stelle zurück. Ja, los! Ach. Oh! Wann habe ich denn den darin gesammelt? Ich wollte jetzt eigentlich gerne mal kurz einen Koffer holen, damit ich fegen kann, aber ich werde hier wohl nicht in Ruhe gelassen. Ah doch, er geht. Moment, Bett zur Seite. So. Du bleibst schön da hinten. Kannst du gerne noch weitergehen. Bin nur ein bisschen fegen. Klappt bei dem nicht, wa? So, raus aus der Buchte hier. Nein. Ist da überhaupt drinne? Nischt. Ist schon mal gut. Wenn nichts drin ist, kann ich auch nichts verlieren. Boah, jetzt gibt's doch nicht hier. Hängt der jetzt hier am Koffer fest oder warte mal, ey. Raus mit dir, verdammt ich nur eins. So. Und komm nicht wieder. Der hat nämlich auch hier hinten an der Wand festhängen. Anscheinend klappt das nur, wenn man mit dem Koffer schiebt. Zum Thema funktionierende Physik und so, ne? Jetzt bin ich oben drauf geglitscht. So. Zum Glück sind wir in der Hütte. Ach, Mann. Ich will den Bus noch sauber machen hier. Mann! So. Und Wächter. Du sollst dich nicht rollen, du sollst dich wegbewegen. Ist der wieder festgebackt hier? So. Mann, was für ein Stress hier. Willst du nur ein bisschen sauber machen und dann sowas? Ihr Lieben, wir sind wieder in der Überlänge. Wir haben nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Wie sich das natürlich so gehört. Bin tierisch angefressen gerade im Moment, wegen die, dass jetzt hier NPCs weiterhin verschwinden und die Physik einfach mal für ein Po ist. Ich denke, was war's für heute? Ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.